Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute habe ich einige Ideen, die ich mit euch teilen möchte. Aber wir fangen erstmal mit dem an, was ich hier schon vorbereitet habe. Es geht um das Thema Papier. Ich habe euch bereits erzählt, wie man mit einer Orange Vokabeln lernen kann. Was war noch, wie man mit dem Glas und mit einem Stift Vokabeln lernen kann. Jetzt heute ist das Papier dran. Dazu hier habe ich hier ein Blatt. Und ich werde versuchen, damit verschiedenen Wortschatz zu verbinden. Also, es gibt keine bestimmte Ordnung, ich zeige einfach etwas. Also, was ich machen kann, ich kann dieses Blatt Papier lochen. Lochen, das sieht so aus. Lochen, nicht lachen, sondern lochen. Und jetzt habe ich Löcher gemacht da rein. Das bedeutet, ich habe das Blatt gelocht. Dann kann ich es heften. Zusammenheften oder abheften. Heften ist prinzipiell so etwas. Ich nehme, Moment, ja genau, zwei Blatt Papier oder zwei Kärtchen in diesem Fall und ich versuche sie zu heften. Das geht so, aber mein Heftgerät, also mein Tacker, funktioniert leider nicht mehr und ich habe es nicht geschafft, ihn zu reparieren. Deswegen kann ich euch nicht zeigen, aber prinzipiell müsste es hier jetzt verbunden sein. Das bedeutet, ich habe die Zettel, die Kärtchen geheftet. Oder ich habe sie zusammengeheftet. Das geht auch. Oder abheften ist komischerweise etwas völlig anderes. Abheften ist, ich mache hier noch zwei Löcher, also hier. Und dann hefte ich das in so einen Ordner ab, zum Beispiel. Also Moment, ich habe keinen Ordner in der Nähe. Also das ist eine große Mappe oder etwas, was man ins Regal stellen kann. Und wenn ich Papier organisieren möchte, sozusagen, ich möchte es ordnen, dann mache ich hier zwei Löcher und lege das in eine Mappe und die Mappe oder den Ordner stelle ich dann ins Regal. Okay? Was kann ich noch machen? Ich kann es anschneiden, schneiden und zerschneiden. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Anschneiden, wenn ich in diesem Chaos eine Schere finde. Hier anschneiden. Das ist das da. Ich habe es nicht komplett zerschnitten. Das wäre, wie gesagt, zerschneiden, das Letzte. Schneiden ist einfach nur, ich schneide. Wenn jemand mich anruft und fragt, was machst du gerade? Ich sage, ich schneide Papier. Und das bedeutet nicht, dass ich das zu Ende geschnitten habe. Das bedeutet einfach, ich bin im Prozess des Schneidens sozusagen. Und zerschneiden wäre das hier. So, ich habe das Blatt zerschnitten in zwei Hälften. So, was Sherlock sehr gerne mit Papier macht, er kaut es. Kauen. Also, vielleicht gibt es auch Kinder, die gerne Papier kauen. Aber Sherlock macht es sehr gerne. Kauen ist so, das ist Kauen. So, man kann es, wenn man umweltbewusst ist und wenn man die Umwelt erhalten möchte, es wiederverwenden oder recyceln. Recycle ist ja das englische Wort. Es gibt auch das deutsche recyceln, was mir nicht besonders gefällt, weil es so halb englisch, halb deutsch ist. Wiederverwenden oder wiederverwerten bedeutet, dass der Papiermüll in Deutschland nicht einfach verbrannt wird, sondern man macht etwas aus diesem Papier, was dann so graues Papier ist und das bedeutet, es ist gut für die Umwelt. So, also das neue Papier wird aus altem Papier gemacht und nicht aus neuen Bäumen. Dann, man kann Papier entsorgen. Entsorgen ist ein schöneres Wort für wegwerfen. Also in den Müll werfen, das ist entsorgen. Es ist aber ein bisschen schöner formuliert und das bedeutet ja in den Papierkorb werfen. Dann gibt es noch Falten oder Zusammenfalten. Kein großer Unterschied. An sich zusammenfalten ist fast schon doppelt gesagt. Falten bedeutet, genau, sagt lieber zusammenlegen. Also das da ist Falten. Falten oder zusammenlegen. Nicht zusammenfalten. Ich glaube, die Deutschen sagen auch zusammenfalten, aber es ist genau genommen falsch. So, dann kann man Papier vergeuden oder verschwenden. Verschwenden ist sogar besser. Es heißt waste. Und naja, zum Beispiel, meine Tochter möchte etwas zeichnen. Und dann nimmt sie ein ganz großes Blatt Papier
Und dann zeichnet sie irgendwo hier in der Ecke eine kleine Prinzessin und dann will sie das wegwerfen. Und dann sage ich, Moment, das ist Papierverschwendung. Das bedeutet, du hast zu viel Papier genommen und zu wenig damit gemacht. Du hast es verschwendet, für nichts einfach weggeworfen. Das sollte man natürlich nicht machen. Man kann Papier außerdem zum Basteln verwenden oder benutzen. Basteln ist, das ist ein interessantes Wort. Man macht es sehr viel im Kindergarten und in der Schule. Das bedeutet, man nimmt Papier und man klebt es und man macht irgendwelche Formen draus. Man kann Blumen aus Papier machen oder ein Haus oder einen Menschen oder irgendwas. Das bedeutet, man macht sozusagen Kinderkunst. Also basteln ist nicht so viel, nicht so groß wie Kunst, aber es ist so auch etwas Schönes machen aus Papier. Dann gibt es noch etwas. Also man kann das Papier reißen oder zerreißen. Zerreißen ist wieder komplett zerreißen. Reißen ist so. Also was mache ich jetzt? Ich reiße es und jetzt habe ich es zerrissen. Also es ist komplett zerrissen. Dann weiter. Ich kann darauf kritzeln. Ich glaube, kritzeln hatten wir schon, als ich über Stifte erzählt habe. Das ist das da. Also nichts schreiben oder schön zeichnen, sondern einfach so. Blablabla. Zum Beispiel, manche Leute kritzeln, wenn sie telefonieren und parallel machen sie irgendwas da auf Papier. Okay, man kann etwas in Papier einwickeln. Was zum Beispiel? Ich kann einen Stift so in Papier einwickeln. Einpacken ist ein anderes Wort. Stimmt, man kann Sachen einpacken, so wie ein Geschenkpapier zum Beispiel. Okay. Wegwerfen ist das gleiche wie entsorgen, nur entsorgen war schöneres Deutsch. Wegwerfen ist, ich kann es jetzt nicht dahin wegwerfen, sonst ist es Sherlock. Also ich werfe so weg. Ich habe es weggeworfen. Und dann kann man es noch zerknüllen. Zerknüllen ist so. Ich habe das Papier zerknüllt und weggeworfen. Und dann gibt es noch drei interessante Ausdrücke. An Papier riechen. Das bedeutet, ich nehme ein Blatt Papier und mache so. Ich rieche an, also ich rieche gerne Papier, zum Beispiel, wenn es ein neues Buch ist. Vielleicht erinnert ihr euch, als Kind hat man ein schönes neues Kinderbuch geschenkt bekommen und dann hat man das aufgemacht und so. Riecht es gut nach frischem Papier. Kennt ihr das? Oder frische Farbe oder ich weiß nicht, was da so lecker gerochen hat. So, dann, wenn ich sage nach Papier riechen, was ist der Unterschied? An Papier riechen, nach Papier riechen. Also, ich rieche an Papier und wenn ich sage, es riecht nach Papier, das bedeutet, dieses Ding, der Tacker, Tackerer wahrscheinlich, riecht wie Papier. Und dann sagt man, etwas riecht nach Papier. So. Und das Letzte ist, wie Papier aussehen. Also, wenn ich euch frage, was ist das? Ihr sagt, wir wissen nicht so genau, aber es sieht wie Papier aus. Oder es sieht nach Papier aus, kann man auch sagen. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich. Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Gebt mir ein Like, ein Share und abonniert mich überall, wo ihr könnt. Ich freue mich immer auf Facebook und auf YouTube und sonst überall. Ich danke euch und wir sehen uns im nächsten Video ganz bald. Ciao, ciao.